Ach, eigentlich wollte ich ja jetzt weiterkochen, aber da ist mir ja jetzt noch was eingefallen. Herbert ist ja so ein alter Schlunz. Da muss ich doch mal ins Schlafzimmer gehen und gucken, ob er überhaupt aufgeräumt hat und das Bett ordentlich gemacht hat. Nanu? Ja, warum ist das denn jetzt auf einmal schon wieder so dunkel? Ja, da soll einer mal mit klarkommen. Aber das Bett ist gemacht. Uah, da gruselt's mich ja richtig. Herbert und ordentlich? Herbert und aufräumen? Ja, dann ist der 31. Oktober ja doch etwas zum Gruseln. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, 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 nee. Also da soll man mal mit klarkommen. Naja, dann kann ich wenigstens. Nee, Essen kann ich auch nicht machen. Ist ja alles dunkel. Guten Abend, Inge. Herbert? Hallo? Ist das schon so weit mit mir, dass ich Stimmen höre? Abgesehen von den Stimmen aus dem Kühlschrank? Nein, ich bin es. Kennst du mich noch? Ja, Momente, Sie waren doch einen Tag vor meinem 100. Geburtstag da. Sie sind doch der Tod. Genau. Und was wollen Sie von mir? Betteln und Hausieren verboten, wissen Sie ja, ne? Sonst klatscht es, aber kein Beifall. Keine Sorge, ich will weder dich noch deinen Mann abholen. Ich bin heute im Auftrag deiner verstorbenen Schwiegermutter gekommen, um hier an Halloween zu spuken. Ach so, ja dann ist das nicht so schlimm. Wieso? Ja, solange meine verstorbene Schwiegermutter nicht persönlich hier ist, um zu spuken, ist mir das scheißegal. Ja, was glauben Sie, was das für ein Kotzbrocken war, selbst noch zu Lebzeiten? Was? Jetzt echt? Ja. Ach, aber wissen Sie, was das Schlimmste für eine Fledermaus ist? Nein, was denn? Ja, wenn Sie beim Schlafen Durchfall kriegen. Ach, wo Sie schon mal da sind, hätten Sie vielleicht Lust, noch mit mir und meiner Familie gleich zu Abend zu essen? Also meinem Enkel und meinem Mann? Aber dazu bräuchte ich wieder Licht. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit Kochen. Moment, du hast überhaupt keine Angst vor mir? Nee, warum denn? Bist doch ein alter Bekannter. Da soll mal einer mit klarkommen. Ja, also weißt du was, Inge? Dann gehe ich wieder. Tschüss. Schade, aber na gut. Aber das Licht ist immer noch aus. Ey, macht mal der Sicherung wieder rein. Na, also geht doch. Mir will schließlich kochen, nicht? Mein, 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 mein. Also da musste ich 100 Jahre alt werden, um so einen Mist erleben zu können. Da kann ich Herbert und Fritz ja gleich eine Menge erzählen, was ich heute alles erlebt habe. Aber mich würde jetzt auch interessieren, was die beide so machen. Ja, und wie ist Ihr Sexualleben so, Herr Nachbar? Ach, das können Sie vergessen. Wieso? Erzählen Sie mal. Ja, neulich wollte ich mit meiner Frau in die Kiste. Ja, und? Ja, da hat sie mich gefragt, wie nennt man das überflüssige Stück Haut am Penis? Ja, und wie nennt man es? Ja, man nennt es Mann. Oha, das ist hart. Aber so eine Schreckschraube ist meine Inge auch. Die olle, die dusselige Kuh da. Oh, aber es ist ja schon wieder so spät. Oh Gott, mein Enkel Fritz, der war ja jetzt die ganze Zeit alleine unterwegs. Oh, das tut mir leid. Also ich, ja, dann gehe ich jetzt mal nach Hause, ne? Ja, tschüss, Herr Nachbar. Oha, hoffentlich kriegt Inge das nicht mit. Ich habe ja die Aufsichtspflicht verletzt. Fritz, komm mal her zum Opa. Du kriegst auch 20 Euro, wenn die Oma nicht erfährt, dass du allein durch die Straßen gegangen bist. Fritz! Ach, da kommt ihr ja. Na, mein Schatz, wie geht es dir denn? Ganz gut. Aber wo ist denn Fritz? Ja, der ist noch draußen im Garten. Der kommt jetzt gleich nach. Na gut, dann will ich dir mal glauben. Und hattet ihr einen schönen Abend? Ja, war schön. Ja, wunderbar. Ich habe auch eine Menge zu erzählen. Aber ihr habt so lange gebraucht, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, zu Ende zu kochen.
Moment, was soll denn das heißen? Das heißt, ich gehe ins Bett, ruhe mich aus und du kannst für dich und deinen Enkel mal kochen. Was? Ich auf meine alten Tage? Ja, sicher. Du kochst doch sonst immer vor Wut. Ja, toll. Na, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, ne? Du, jetzt weiß ich auch, warum Frauen in deinem Alter keine Tage mehr kriegen. Na, warum nicht? Ja, weil sie das Blut für ihre Krampfadern brauchen. Boah, na warte, Herbert. Also darüber reden wir morgen noch, ne? Gute Nacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, 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 Mann. Typisch Ehefrau. Man kann nicht mit ihr, aber ohne sie kann man auch nicht.